Du siehst ein cooles Outfit in einem Film oder einer Serie und willst es unbedingt haben. Aber nirgendwo gibt es Informationen dazu. Genau das ändern wir mit dem heutigen Video. Gemeinsam begeben wir uns auf die stilvolle Reise durch die verschiedensten Genres, indem ich dir 10 geniale Outfits aus 5 legendären Filmen und Serien so originalgetreu wie möglich nachstyle. Wir begeben uns in die rauen Gassen der Peaky Blinders, beleuchten die elegante Spionagewelt von James Bond, schauen Charlie Hunnam in The Gentleman auf die Finger, besuchen New Yorker Gerichtssäle an der Seite Harvey Specters und machen ein Praktikum beim Wolf of Wall Street. Bereitet euch darauf vor zu lernen, wie ihr diese ikonischen Styles in eure Garderoben für einen Hauch von Filmmagie im Alltag integrieren könnt. Und das Beste daran ist, die kompletten Outfits findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, samt mehrerer Alternativen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt und vor allem nennt mir gerne Outfits, die ihr nachgestylt haben möchtet. Wenn ihr dennoch ein Gefällt mir oder ein Abo dalasst, dann weiß ich, dass sich die stundenlange Recherche auch gelohnt hat. Wobei, ich glaube, das lässt mich so ein bisschen frustriert wirken. Aber andererseits macht sich auch niemand so viel Mühe. Aber gut, ne, ich glaube, streiche ich mal raus. Danke! Fangen wir an mit Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street. Outfit Nummer 1 ist typisch für die Finanzwelt der 80er Jahre in den USA. Nadelstreifenanzug, gestreiftes Hemd, rote Krawatte und goldene Uhr. Ähnliche Outfits sieht man auch im Klassiker Wall Street mit Michael Douglas oder American Psycho mit Christian Bale. Wichtig ist hier, kein zu dünnes Nadelstreifen zu verwenden, sondern etwas, das eher in Richtung Kreidestreifen oder Chalkstripe geht, was präsenter ist. Man beachte auch, dass er hier kein Zweireiher, sondern einen einreihigen Anzug trägt. Ich habe hierzu diese 1:1 Kopie von Grand Le Mar gefunden. Oder Grand Le Mar, ich weiß es nicht genau. Was das Hemd angeht, ist es unmöglich, genau das gleiche Muster zu finden. Jedoch geht es hier eher allgemein um den Stil breiter, blau-weißer Streifen. Eine sehr gute Alternative ist dieses hier von Olymp, ansonsten aber auch dieses hier von Eaton. Die rote Krawatte mit Polkadots konnte ich wieder 1:1 ausfindig machen, und zwar bei Thomas Pink. Wichtig ist hier, keine billig wirkende Krawatte zu nehmen, da sonst die Hochwertigkeit des gesamten Looks leidet und ihr eher verkleidet aussieht. Diese hier ist auch nicht knallrot, sondern eine Stufe dunkler und edler. Schuhe sind kaum zu erkennen, wichtig ist aber, dass sie schwarz oder auf Hochglanz poliert sind, wie das im New York der 80er Jahre durch die Shoeshiners gang und gäbe war. Fürs Büro passen hier die formalen Oxfords. Um die Frisur zu erzielen, nehmen wir Hochglanzpomade von Uppercut und dann fehlt uns nur noch die Uhr. Und anders als viele es meinen, handelt es sich hier nicht um eine Rolex, sondern um eine Tag Heuer Professional 1000. Diese ist nicht aus Vollgold, sondern nur Gold besetzt und stellt in den 80er Jahren eine bezahlbare Alternative zu vergleichbaren Rolex-Modellen dar. Die einzige bezahlbare Uhr, die da rankommt und sehr ähnlich aussieht, ist die Michael Kors Lexington. Aber sorry Leute, sowas kann ich euch nicht ernsthaft wirklich empfehlen. Outfit Nummer 2 ist sein legendäres Yacht-Outfit. Wie wir sehen, trägt er ein ganz simples weißes Poloshirt von Ralph Lauren, welches ihr natürlich samt umgebrandeten Pendant unten verlinkt findet. Wichtig ist aber die Hose. Zum einen, dass sie etwas weiter ist, zum anderen, dass sie eine, idealerweise sogar zwei Bundfalten und Gürtelstaufen besitzt. Diese hier ist von Drycorn und ist ideal, oder jene von Suitsupply. Bei den Schuhen müsstet ihr schon in den sauren Apfel beißen, wenn ihr die Originalen haben wollt, denn das sind die Horsebit Loafer von Gucci für etwa 700 Euro. Oder ihr nehmt die etwas günstigere Alternative von Scarosso. Noch cooler aber finde ich diese hier von GH Bass. Der Gürtel lässt sich nicht 1:1 finden, sondern mit Braun anstatt Schwarz von der Marke Torino Leather oder Barron's Hunter aus den USA. Passt meiner Ansicht nach aber noch besser zur Chino und zu den GH Bass Pennyloafern. Die Gürtel nennt man übrigens Sattelgürtel oder Surcingle Belt im Englischen, falls ihr zukünftig danach suchen wollt. Kommen wir zur Uhr. Hier trägt er diesmal eine vollgoldene Tag Heuer 2000 WN5141 mit Diamanten auf dem Ziffernblatt und einem Saphir auf der Krone. Leicht von einer anderen Uhr aufgrund des Armbands zu unterscheiden. Als ähnliche Uhr könnt ihr eine Tissot 100 Classic tragen. Zu guter Letzt die Sonnenbrille. Hierbei handelt es sich um ein ganz klassisches Modell von Ray-Ban, nämlich die Wayfarer 2140 mit wahrscheinlich nochmal abgedunkelten Gläsern. Ikonisch und relativ günstig zu bekommen. Outfit Nummer 3. Die nächsten beiden Outfits sind aus dem Film The Gentleman mit Charlie Hunnam, was sich extrem viele Leute bei meiner Umfrage auf Instagram gewünscht haben. Wie gesagt, wenn euch das Videoformat gefällt, dann schreibt mir gerne eure Outfitwünsche in die Kommentare. Outfit Nummer 3 ist so simpel, wie es aber auch cool ist. Raymond Smith besticht vor allem durch seine Mischung aus komfortabler, dennoch klassisch anmutender Garderobe. Das Highlight ist hier ohne Frage das Cardigan mit Schalkragen. Eine fast exakte Kopie des Cardigans findet ihr bei Drake's London oder bei Hume's Outfittery. Als Hemd brauchen wir ein blau-weiß gestreiftes Oxford-Hemd einer beliebigen Marke, als Beispiel jetzt mal Eaton, dazu dann aber auch eine Krawatte in Braun, die unbedingt eine wollige Optik anstatt seidig glatt haben sollte, um zum groben Cardigan zu passen. Als Hose trägt ihr eine simple dunkle Denim-Jeans, ganz einfach wie diese hier. Die Schuhe sieht man nicht, ich würde aber einfach davon ausgehen, basierend auf dem nächsten Outfit, dass er einfach seine braunen Chukka-Boots weiterträgt. Fehlt noch die Brille. Im Film trägt
entwickelte die Persol PO3205V, die jedoch eingestellt wurde. Als Alternative würde ich mit der PO3286V gehen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, ihr findet alle genannten Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt, samt Alternativen, sofern welche vorhanden sind. Bei Outfit Nummer 4 sind vor allem Trenchcoat und Weste besondere Highlights. Das exakt gleiche Modell lässt sich nicht finden, zum Verwechseln ähnlich ist aber diese Version hier von Grenfell. Ihr könnt aber auch eine der aufgeführten Alternativen nehmen, wie auch bei eBay schauen. Wichtig wäre hier nur die verdeckte Knopfleiste. Hey, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich war, als ich endlich auch seine Weste gefunden habe, diesmal aber auch das originale Stück, zumindest gehe ich davon aus. Er trägt eine von Ralph Lauren aus Voltweed. Sündhaft teuer, daher könnt ihr auch zu einer schönen Alternative von Walker Slater greifen. Der Rest ist einfach. Hemd in blau aus Oxford-Stoff mit Button-Down-Kragen, Burgundi-Krawatte, dunkelblaue Chino und Rauleder-Chucker-Boots, wie ich glaube, sie in diversen Screenshots auf YouTube endlich ausfindig gemacht zu haben. Und Abfahrt. Wobei, fast Abfahrt, denn wir haben seine sündhaft teure Uhr vergessen. Wie es sich für Gangster mit Geld gehört, trägt er eine gelb-goldene Rolex Day-Date mit schwarzem Ziffernblatt und Diamanten im Baguette-Schrift darauf. Eine wirkliche Alternative sehe ich dazu ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, ihr wollt auch da mit der Michael Kors gehen. Und so geheim wie unsere nächste Person auch agieren mag, so einfach ist es doch, Doppelgänger-Outfits von den Seinigen zu erstellen. Die Rede ist von Daniel Craig alias James Bond. Gerade im Film No Time to Die hat er zwei Anzugkombinationen an, die ich sehr gelungen finde. Die erste während der Verfolgungsjagd in Matera, als er, mal wieder, seinen Aston Martin DB5 so behandelt, wie es kein zweiter Mal tun würde. Was mich aber sehr überrascht hat aufgrund der optischen Hitze in der Szene, sein Anzug ist aus sehr, sehr feinem Cord, nämlich von der Marke Massimo Alba. Man kann ihn dort noch immer anfertigen lassen für etwa 1.500 €, jedoch habe ich, meiner Meinung nach, eine wettertechnisch bessere und auch bezahlbare Option für euch. Und zwar mit diesem Leinenanzug von Suitsupply. Das Hemd im Film ist von Brunello Cucinelli und ersetzen wir ebenfalls, entweder mit einer Button-Down-Variante, wie er sie hier trägt, aber von Eton Shirts, oder mit einer Haifischkragen-Variante von Suitsupply. Fehlen noch die Accessoires, nämlich Krawatte und Hosenträger. Die originale Krawatte ist von Alexander Alk mit dem Namen Avery, es würde aber auch eine Krawatte mit Polkadots zum halben Preis tun. Die Hosenträger sind klassisch britisch von Albert Thurston und auch noch erhältlich. Schließen wir ab mit den Schuhen, welche ebenfalls noch verfügbar sind. Diese sind nämlich von der Marke Drake's mit dem Namen Crosby Mocktoe Chukka. Ansonsten findet ihr auch diese hier von Astor Flex bei Care of Carl sehr ähnlich und halber Preis. Übrigens, auch wenn dieser Film der Start für die sehr attraktive Omega Seamaster Diver 300 war, trägt er in Matera definitiv ein Omega Aquaterra. Eine schöne Alternative dazu wäre die Tissot Gentleman. So, nachdem ich nun die Recherche für das letzte Outfit über eine Stunde gekostet hat, bin ich ziemlich froh, dass mir der werte Herr Bond in Outfit Nummer 6 es etwas einfacher macht. Ursprünglich trägt er den Tom Ford O'Connor Anzug im Prince of Wales Muster. Da dieser aber irgendwas um die 3.000 € kostet und absolut nicht nötig ist, bedient er uns einer fast noch schöneren Variante, nämlich diesem Anzug mit einem hauchdünnen Fischgrätmuster. Wichtig für den Look ist, dass ihr ein Hemd mit Tab-Collar tragt, also die Spreizung des Kragens durch ein Bändchen, das darunter läuft, eng gehalten wird. Alternativ ging auch ein Button-Undershirt. Dazu dann noch eine blaue Seidenkrawatte, ein simples weißes Einstecktuch, die Sonnenbrille von Barton Pereira, eine ganz simple Krawattenklammer und abschließend werden wir den Look mit ein paar glänzenden Oxfords, nicht Derbys. Und die Uhr? Omega Seamaster Diver 300 Meter. So, und bevor wir zum nächsten Outfit kommen, habe ich ein Anliegen, was mich sehr stolz macht. Nämlich meine Newsletter-Community erweitern wir nun um einen privaten Discord-Channel. Jeder, der die bezahlte Newsletter abonniert, erhält automatisch eine Einladung zum Discord-Channel. Diese nutzen wir für eine Art internes Wikipedia für Herrenmode, nämlich um die besten Schneider einfach aufzuschreiben, Erfahrungen in Ladengeschäften zu teilen, Friseure zu teilen und einfach um eine Plattform für Gleichgesinnte zu schaffen. Das war schon lange mein absoluter Traum, daher freue ich mich auf jeden von euch, der dabei ist. Den Link zur Newsletter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Discord-Server lade ich euch dann nochmal händisch einzeln ein. Und jetzt zurück zu den Outfits. Wir sind angekommen bei der meistgestreamtesten Serie der Welt im Jahr 2023, nämlich Suits. Harvey Specter hat den ein oder anderen mit seinen formellen Outfits und coolem Auftreten in den Bann gezogen. Diesen Zauber schlüsseln wir aber ganz einfach für dich auf. Denn das Schöne ist, sie sind super simpel. Material, Schnitt und Farbe sowie die richtigen Details ist alles, was den Mann gut aussehen lässt. Bei Harvey ist es wichtig zu beachten, dass er fast ausschließlich Sakkos mit Spitzrevers trägt. Etwas, das man, wie vorhin schon erwähnt, relativ selten an einem Zweiteileranzug findet und man sich damit schon dezent von seinen Kollegen als Kanzleipartner absetzt. Harveys Anzüge sind von den Marken Tom Ford, Brioni und Burberry, was der Kenner am Feintuch und dem Revers erkennen mag. Das Schöne ist aber, das können wir ganz einfach nachstellen.
Outfit Nummer 7 ist ein navyfarbener Dreiteiler. Dreiteiler deshalb, da er ihn mal mit und mal ohne Weste trägt. Dazu nehmen wir ein ganz simples weißes Hemd samt Einstecktuch. Nur bei der Krawatte werden wir etwas spezieller. Hier nehmen wir nämlich eine Tom Ford Krawatte aus Jacquardstoff, die dem Ganzen etwas Textur gibt und auch teurer aussieht. Du weißt nicht, was Jacquardstoff ist? Höchste Zeit, mein Video zum Thema Qualität erkennen zu schauen, das du hier oben verlinkt findest. Dazu dann noch wieder das schwarze Paar Oxfords von James Bond. Auch dieser Look von Harvey Specter ist wirklich simpel. Wir nehmen einen grauen Einreiher mit Spitzrevers aus Schurwolle von der Weberei Vitale Barberis Canonico, ein weißes Hemd mit hohem Kragen, silbergoldig Krawatte und die schwarzen Oxfords. Wichtig bei den Harvey Specter Looks ist, dass sie an den Schultern, der Taille, den Armen, der Ärmellänge, den Hosen und der Hosenlänge perfekt sitzen, sodass sie wie für dich gemacht aussehen. Solche Änderungen kannst du problemlos bei einer Änderungsschneiderei vornehmen lassen. Wusstet ihr übrigens, dass Harvey Specter relativ starke X-Beine hat, die aber sehr gut durch gerade geschnittene Hosen kaschiert werden? Das fällt aber nur auf, wenn er läuft und der Stoff der Hose gegen seine Beine gedrückt wird. Kleiner Fun Fact. Kommen wir zur Königsdisziplin, nämlich den Peaky Blinders. Da es sich um 1920er Outfits und somit Kleidungsstücke und Schnitte von vor 100 Jahren handelt, müssen wir hier wirklich tricksen. Nehmen wir als erstes den dreiteiligen Nadelstreifenanzug von Thomas Shelby. Perfekte Anlaufstelle dafür ist in Deutschland John Crockett, die unter anderem einen Laden in Köln haben. Neben dem Nadelstreifenanzug findet ihr dort auch tolle Anzüge aus Tweed, was eines der Signature-Anzugmaterialien der Peaky Blinders gerade in den jüngeren Zeiten war. Entweder ihr geht mit dem Anzug von John Crockett, ihr nehmt einen von Suit Supply oder ihr lasst euch einen von Hockerty machen, wie ich es hier zum Beispiel mal probiert habe. Wichtig wäre das Spitzrevers, Dreiknopfsakko, Weste und die Buntfalte in der Hose. Hierzu nehmen wir ein cremefarbenes Hemd mit Löchern für eine Kragennadel wie Thomas Shelby, eine rot gestreifte Krawatte und schwarze Stiefel wie diese hier von All Saints. Einen exakt gleichen Mantel konnte ich leider nicht ausfindig machen und ich schwöre, ich habe alles abgesucht, dafür aber einen ähnlich langen mit gleichem Innenfutter, der aussieht wie einer von Arthur Shelby. Dieser ist von Birmingham Wear. Bezüglich der Anzüge traue ich den, genauso wie Studio Suits, nicht über den Weg, wenn aber jemand Erfahrung gemacht hat und die teilen möchte, dann gerne in den Kommentaren. Was die Mütze angeht, solltet ihr keine klassische Flat Cap nehmen, sondern eine achtteilige Ballonmütze, welche deutlich mehr Volumen aufweist. Und ein ebenso wichtiges Element ist die Taschenuhr. Tissot hat welche, entweder in Quarz oder Handaufzug, wie diese hier. Alte Taschenuhren finde ich persönlich schöner und auch begehrenswerter. Wenn die nicht richtig laufen oder gar kaputt sind, dann musst du aber auch erstmal jemanden finden, der die reparieren kann. Das wird teuer. Unser letztes Outfit ist ebenfalls von Thomas Shelby. Wir nehmen einen Dreiteiler Tweed-Anzug von John Crockett aus britischem Moon Tweed, haben jedoch auch eine Weste mit Revers und verwenden zudem ein etwas schöneres Hemd, nämlich eines mit Clubkragen. Wir werden also besser aussehen als Thomas Shelby. Auch die Krawatte tauschen wir gegen einen kräftigen Farbton in Rot. Stiefel, Mütze und Taschenuhr bleiben gleich, dafür nehmen wir aber einen neuen Mantel von Hockerty, dessen kurzes Revers sehr ähnlich dem Thomas Shelbys ist. Und wenn ihr übrigens den Peaky Blinders Style ohne Krawatte bevorzugt, dann solltet ihr, um es auch wirklich originalgetreu zu haben, ein Hemd mit abnehmbaren Kragen nehmen. Diese findet ihr bei Darcy Clothing oder auch bei Braxig Hammelskamp. Glaubt mir, ich habe diese 5 Männer so intensiv und haargenau angeschaut, studiert, unter die Lupe genommen, dass es sich fast schon strafrechtlich relevant anfühlt. Aber was definitiv straffrei ist, ist deinen persönlichen Senf unter diesem Video in den Kommentaren zu geben und mich zu unterstützen. Übrigens haben wir jetzt auch zum Video einen Spendenbutton hinzugefügt. Und wartet, es geht nicht darum, dass ihr mir hier jetzt Geld gebt, sondern 100% dieser Spenden verwenden wir darauf, dass wir neue Videoformate damit finanzieren. Das bedeutet zum Beispiel sowas wie ein kostenloses Follower-Umstyling. Ich lade einen von euch ein und ich kleide euch ein und das filmen wir. Aber auch hier sind wir für Vorschläge jeglicher Art offen, denn wir wollen wirklich nur Inhalte produzieren, die euch auch wirklich interessieren und ihr sehen wollt. Aber gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Video, euer Stilberater. Boah, ich bin froh, dass diese minutiöse Recherchearbeit vorbei ist und dass ich diesen perfekten Bart von Charlie Hunnam nicht mehr sehen muss. Und so ein bisschen habe ich mich auch in die blauen Augen von Daniel Craig verliebt.